Fetischisten und Fetischismus gibt es überall. Einen bekennenden Fetischisten begrüßen wir jetzt hier auf der Bühne, auf dem Stuhl im Club der polnischen Versager. Er stammt ursprünglich aus Schwaben, ist Nachlassverwalter im Amtsgericht Charlottenburg, wohnt leidenschaftlich gern in Tempelhof. Ob das schon Fetischismus ist, klären wir gleich live mit ihm. Und er führt und begleitet Touristen aus allen Ländern durch Neukölln. Begrüßen Sie mit mir und mit uns unseren Lieblingsdauergast Reinhold Steinle. So, da fallen ihm schon die Objekte aus der wichtigen Aktentasche. Herr Steinle, grüße Sie erstmal. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben, ins verruchte Mitte. Wunderbar. Sie haben wie immer Ihre Aktentasche dabei, wo ich schon vermuten würde, hier ist Ihr Mikrofon. Herr Steinle, dass es sich bei der Aktentasche um einen Objektfetisch handelt, um es mal mit Dr. Konrad Übelhack zu sagen. Ist das der Fall? Nein, das ist nicht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass ich ein Fetischist bin. Das weiß ich jetzt seit 10 Minuten durch Sie. Wirklich. Ich habe das vorher, ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es manchmal ein bisschen vermutet, aber so ganz schlüssig war es bisher für mich noch nicht. Sind Sie schockiert oder befreit? Na, ich bin überrascht erst. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich jetzt gleich einen Krankheitsbedarf habe, aber das müssen wir jetzt noch herausfinden. Also ich habe nämlich ein Objekt dabei und das ist wirklich, für mich ist das wirklich, also ich weiß es nicht. Wir helfen mal hier mit der Tasche. Ups, mach mal auf hier. Das ist gerade das Objekt. Ich schon, Sie sind schon ganz, das ist ja, das Objekt jetzt schon. Das ist schon ein bisschen Objektfetischismus in Ihrer Aktentasche, Herr Steinle. Es geht nicht um die Tasche, es geht um den Regenschirm. Und es geht um diesen Regenschirm, den benutze ich seit 4 Jahren bei meinen Stadtteilführungen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der dabei ist, entweder regnet es gar nicht oder sogar teilweise konnte ich den Regen mit diesem Schirm unterbrechen. Wie das? Na, ich habe dann damit droht. Und es hat manchmal wirklich funktioniert. Ja. Also da glaube ich jetzt echt schon dran, an diesen Regenschirm. Okay, wir klären das gleich mal auf. Aber so wie Sie klingen, da, Herr Steinle, haben Sie noch weitere Objekte dabei, die Sie für Fetische halten? Also das finde ich jetzt das also, Wichtigste, der Regenschirm. Ja, also der Regenschirm, aber eigentlich vielleicht, das ist aber meine Freundin, Lebensgefährtin, hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich liebe Krawatten. Okay. Also ich habe ja ein bisschen Krawattenzwang kann man schon sagen. Also ich habe 192 Krawatten zu Hause und da habe ich jetzt mal eine kleine Auswahl so mitgebracht. Aber das ist wirklich eine Mini-Auswahl. Okay. Und das ist aber etwas, würde ich sagen, selbst wenn es ein Fetischismus wäre, hier, End-80er, Strickkrawatte. Ja, jetzt in Ihren Bereich geht es jetzt wahrscheinlich schon rein. Schauen Sie mal da. Aber das mache ich jetzt nicht SM-mäßig. Also ich binze trotzdem noch ganz locker um meinen Hals rum. Ja. Aber du hast ja gesagt, Modefotografie ist oder kann langweilig sein, wenn du dir jetzt diese Krawatten von Reinhold Steinle ansiehst. Könnten wir schon einen schönen Fetisch-Shoot mit draus machen. Sie und die Krawatten und sonst nichts. Also stelle ich mir gerade so vor, so in der Arme, in der Beine, überall meine Krawatte, die 192. Hm. Das wäre schon was. Konrad, da könnte ich dann auch mit Ihnen dann zu diesem Event dann da kommen, wo dann da ist in Berlin. Ja. Immer, Herr Jolle, wir hoffen, dass Ihre Lebensgefährtin nicht zuhört. Bisher dachte ich ja eher, Sie sind einfach nur leiden an schlechtem Geschmack. Aber ich glaube, Sie sind wirklich Fetischist, weil diese Lust in Ihren Augen, das erregt sich schon so ein bisschen Krawatten, also, oder? Krawatten ist einfach eine Liebe von mir. Ich gucke unheimlich gerne und ich muss auch immer gucken, dass ich nicht zu viel kaufe. Ja. Also, weil langsam, das geht ja auch ein bisschen ins Geld. Das sind jetzt eine Tausende bei Domina, aber es sind immerhin 20, 30 Euro meistmal. Ja. Wenn man nicht gerade bei Humana eine für 50 Cent eine tolle kriegt. Was sagt der Psychologe? Theater, geht das schon in den Bereich Objektfetischismus? Ich weiß nicht, was er mit... Mikro, müsste ich das Mikro teilen? Müssen Sie, also ich bin auch als Moderator natürlich Mikrofonfetischist. Also ich weiß nicht, was er mit der Tasche macht, das wäre ja schon entscheidend. Also mit der Tasche, da mache ich meine Führung, also mit der Tasche nicht, aber mit meiner Krawatte, die binde ich um, aber einzeln bisher, das ist eine neue Idee. Alle nur zweimal. Ja. Gefällt Ihnen ganz gut, ne, die 100? Ja. Ich hatte ja angekündigt, dass ich auch mich zum Fetischismus bekenne und auch Ihre Meinung gerne hören wollte, weil Sie ja aus dem Stammland meines Fetischstamm, mein Fetisch ist die FDP. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich will die FDP retten. Das ist sehr objektfixiert. Es geht nur um ein Ding, was eigentlich auch schon ziemlich pervers ist, diese Partei. Ja. Aber ich habe gedacht, einer muss es tun. Ja.
Was meinen Sie, Herr Steinle? Also ich finde, das ist kein Fetisch, das ist so SM-Praxis, was Sie da jetzt da... Das ist ja Masochismus, ist ja das schon. Ja, schon, aber ich finde, man sollte was... Man muss doch was tun, irgendwie. Jetzt heute ist auch der 1. April, am Tage der Voraufzeichnung. Einer muss die erste, muss die FDP retten. Ich setze da großes Vertrauen in den Herrn Rösler, dass er die nicht mehr in den Prozentbereich führt, aber in den Promillebereich. Und das ist eigentlich von der Anzahl her, von der Zahl her, ist es noch größer. Also da haben die große Chancen, in diesem Bereich vorzustoßen. Okay, ich werde es mir überlegen. Vielleicht lasse ich das auch, weil es ist auch eher ein Fetisch, der gesellschaftlich überhaupt nicht mehr anerkannt ist, die FDP. Wenn ich noch eins vielleicht sagen dürfte... Zwar, ich habe immer meine Gerberreihe dabei bei den Führungen und jetzt ist so, die Leute sagen schon... Ja, ich höre, da guckt interessiert. Also das habe ich nur, damit die Leute nicht verloren gehen. Bei Großgruppen ist das wichtig, dass die wissen, da vorne läuft er. Angst vor Objektverlust. Angst habe ich schon, dass ich die Gruppe verliere, so. Also die Gruppe, die ich führe. Und da ist aber wirklich jetzt schon sowas, die Leute sagen nicht mehr Herr Steinle. Die sagen, Sie sind doch der Mann mit der Gerbera. Also ich bin quasi Anhängsel jetzt von einem Fetisch. Da komme ich mal ein bisschen komisch vor, muss ich mir Ihnen ehrlich sagen. Identifiziert mit dem Objekt schon. Aber das Tolle ist ja, Herr Steinle, wir haben einmal den Psychiater hier, den ich hier kostenlose Betreuung geben kann auf unserer Bühne hier, auf unserem Sofa. Und wir haben Alexandra Jasper da, die sich gleich inszenieren kann. Wo würdest du denn die Krawatten, Alexandra, jetzt und die Gerbera so mal ganz schnell grob anordnen? Wie würdest du sie platzieren an Herrn Steinle, damit es ein spannendes Foto wird? Also erstmal müsste er sein Hemd ausziehen. Hemd ausziehen, okay. Wir nehmen mal, ja, guckt schon, dass er das nicht... Okay, Hemd ausziehen, okay, wir stellen uns das jetzt vor. Wo würde ich es drum machen? Natürlich um die Lippen, ja. Das können wir aber gerade machen, oder? Einmal um die Lippen die Krawatte. Das ist ganz schwierig, da kann ich nichts mehr sprechen. Ja. Also ein Sprechen ist für mich auch so ein Fetisch. Also da geht nicht mal meine Krawattenliebe drüber. Also der Mund muss frei bleiben. Steine, wir machen jetzt Kunst. Ja? Hemd können Sie anlassen, aber die Krawatte kommt um den Mund. Wir haben eine Fotografin hier. Ja, gut. Aber dann kann er gar nicht mehr... Kannst du mal gerade helfen, Konrad? Ja. Wir machen jetzt einmal ganz kurz die rote. Okay, ja. Wir machen das jetzt mal. Hat jemand eigentlich ein iPhone hier oder irgendwie... Oh Gott, wir dürfen keine Markennamen sagen. Hat jemand ein digitales Aufnahmegerät, das wir ein kurzes Foto einmal... ein Foto machen können. Also einmal, Konrad, wir machen jetzt hier Kunst. Einmal die Krawatte um den Mund. Was noch? Hemd haben wir ausgezogen. Haben wir uns vorgestellt? Genau, Hemd wäre ausgezogen um den Hals natürlich. Hemd um den Hals oder eine Krawatte? Hemd lassen wir an. Noch eine andere. Kannst du ja machen. Stell dich mal hin. Wir gehen dann mal, wir machen das jetzt mal hier. Dafür sind wir hier im Wohnzimmer. Sie machen das ganz toll. Und hinterher, bleiben auch keine Traumata, Herr Steinle, weil Konrad Übeleck ist ja da. Ja, so. Also eine Krawatte kommt um den Hals, eine um den Mund. Ich würde sagen, dass er ein böser Stadtführer ist. Nein, das ist ein ganz lieber Stadtführer. Das sagt er nur, weil er in Mitte wohnt. Also... Gottes Willen, was denn? Stein, es ist für die Kunst. Ja, für die Kunst, das tut schon weh. So, aber Konrad, dir scheint das auch ganz gut zu gefallen. Ich habe so das Gefühl, irgendwie so ganz... Und der Psychiater... Ich glaube, der Psychiater hatte zwischen Lust gewesen, ich nicht. Das kommt doch, Herr Steinle. Es ist für die Kunst.